Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Minecraft-Let's Play. Ich gehe nach oben, ich gehe nach unten, ein Stück Go. Ja, ich weiß, dass die früher mal im Kreativmodus gespeichert war. Interessiert mich nicht, baue ich trotzdem weiter. Aber wenn du eine Welt im Kreativ das erste Mal machst, auch nicht schlecht. Ist es für immer die Bestenliste deaktiviert. Interessiert mich nicht, ich spiele nicht wegen Bestenliste, sondern weil es mehr Gaudi macht. Gut. Wir sitzen ja schon vom ersten Übeltäter, nämlich dieser Hund, dieses Tier ohne Namen. Dieses Tier heißt ab sofort Charlie. Warum heißt er Charlie und nicht Tom oder Orgas oder Moose oder sonst wie? Charlie finde ich cool. Erstens finde ich Charlie Harper richtig geil, nicht Charlie Harper, Charlie Sheen. Und wie geht's mit unseren Rüsseltierchen? Kleines Rüsseltierchen. Und außerdem, Two and a Half Men ist nach wie vor genial. Ja. Aber echt ein Kutscher, finde ich absolut nicht genial. Gut, warte mal, was ist denn mit dir hier? Hast du schon eine Heimat, mein Freund? Magst du hier, magst du Toms Heimat? Komm mal her. Ich will was züchten hier. Charlie, geh mal rüber. Geht mal alle rüber. Komm mal her. Komm mal rein. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Los, komm rein hier. Viel Spaß. Kann man eigentlich mit euch hier, hast du Bock? Mit dem da hinten vielleicht? Oder dem hier? Macht mal was Gescheites hier. Einmal haben wir noch. Ja, was ist jetzt hier? Hast du jetzt Bock oder hast du jetzt... Was ist denn da los da hinten hier? Komm mal her. Hier. Macht mal kleine Babyschweinchen bitte. Ich brauche viel zu essen. Gut. Das erste, was mir aufgefallen ist, ich hatte es... Trotzdem will ich mal gucken. Ja, das macht man nicht, ich weiß. Hier fehlen noch ein paar Stützen, die kommen auch noch rein. Da, jetzt haben wir ein zweites. Ah! Und nein, ich werde jetzt nicht anfangen, den Tieren Namen meiner Abonnenten zu geben. Sowas mache ich nicht. Erst recht nicht Schweinchen. Meine Abonnenten sind super, die sind ganz weit weg von Schweinen hier. Benehmen sich nämlich auch. Gut, was mir auch einer geschrieben hat, ich habe wie immer fleißig Kommentare gelesen, die Welten frieren zu, also hier friert es jetzt zu, weil es hier nicht Schneelandschaft ist, aber ich muss da als Kontra geben, es gibt, der Pupsi hat nämlich eine, oh hier haben wir ein bisschen Lehm, oder? Ist das Lehm? Das ist der Lehm. Der Pupsi, der hat eine Welt gemacht, also noch hier bevor das mit 1.8 und sowas aktiv war und bei dem friert wirklich alles zu, also ist nicht so und der hat teilweise hier wirklich nur Wüste. Und sobald er da Dings macht, Wasser hinpackt, dann friert die Scheiße einfach zu. Kann er machen, was er will. Und da ist beim besten Willen weit und breit kein Schnee zu sehen. Oh, bitte Lehm nehmen wir mit hier. Schadet nicht. Wir gehen jetzt erstmal gucken. Das hatte ich das letzte Mal schon angekündigt und dann irgendwie oh, vergessen, verpeilt, wie auch immer. Ich denke mal, da war die Folge einfach vorbei. Und da gehen wir heute mal gucken. Was gibt's Neues aus der Minecraft-Welt? Das, was ich gefunden habe, das Foyard Studios... Die sind aus ihrem Urlaub zurück, also hier Neujahr und Klump und Zeug. Und die setzen sich jetzt an die Fehlerbehebungen von dem 1.8er Patch. Also da sind so ein paar Fehler, wie es aussieht, drin. Was heißt, wie es aussieht? Das wissen wir ja alle, dass das Ding ein paar Treffer weg hat hier. Allein schon wegen dem gefrorenen Wasser. Servus, Klappstuhl, alles fit. So, und hier hat man mir gesagt, hier in der Butze soll was drin sein. Schauen wir mal. Ich baue euch da mal was hin hier, ne? Die Gitter gefallen mir, die lasse ich euch aber in Ruhe. Schau mal rein, was drin ist. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Aber hier soll was drin sein, hat man mir gesagt. Boah. Aber auch nicht immer. Ich bin da ja an der richtigen Stelle, oder? Aber ich sehe ja sonst nichts mehr. Wir können hier drüben auch mal gucken. Wenn wir schon mal da sind, können wir hier den ganzen Leutchen mal ein bisschen was reinbauen. Was ist das hier? Das ist euer Kirchturm hier, oder wie? Naja. Truhen haben sie es nicht so. Gehen wir mal ganz hoch gucken. Haben sie aber schön gebaut, muss ich sagen. Okay. Hier nebenan ist noch ein Wohnhaus. Da können wir eigentlich auch mal... Au, das tut weh. Gehen wir hier mal gucken. Aua. Wir haben ja volle hier Fleischleiste. Grüß Gott. Ich bin von der GEZ. Haben sie hier am Fernseher angemeldet? Was ist ein Fernseher? Okay. Ich mache wieder zu hier, ne? Damit die Blödheit nicht rauszieht. Okay. Also ihr seht, ich war gucken. Ich habe nichts gefunden. Oder ihr meint woanders. Aber ihr habt doch geschrieben, in der, da wo die zwei Öfen sind, dass es hier was gibt. Aber ich sehe ja nirgendwo weit und breit nichts. Du sag mal, habt ihr irgendwo...
Getreten haben sie es nach wie vor nicht so. Gehen wir in der Putze hier hinten nochmal gucken, vielleicht ist da ja noch was drin. So, und ich habe mir ja... Heute mache ich gerade so einen Aufnahmemarathon. Also ich habe ja mit Dings angefangen. Also Ding Dong, grüß Gott, ich bin Heizung und so. Scheiße, Gaswasser, Scheiße, Röhrig, mein Name. Dann machen wir zu, ja, die sind mir zu blöd. Können wir hier nochmal gucken, wer hier so drin ist. Alter, was ist denn mit dir? Mann, ey, okay, ist okay. Das stinkt in der Hütte, boah, zumachen, ja. Genau, ich habe jetzt so einen kleinen Aufnahmemarathon. Ich wollte gerade sprinten. Ja klar, das geht doch auch in dem Spiel, Mann, bin ich bescheuert. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, da hatte ich schon in Horizon, habe ich einen Abonnenten eine kleine Freude gemacht. Indem ich einfach mal ein Auto von ihm aufgebaut habe. Wo ich zumindest vermute, dass er so ein Auto fährt. Was ist denn das hier? Ist das alles Lehm? Das ist alles Lehm. Ja, holen wir mal später. Ich will erstmal nach Hause. Weil die Sonne geht unter. Und der Mond geht auf. Dann kommen die Archis und hauen den Tom eine drauf. Ich bin ja wieder ganz poetisch unterwegs. Komm, wir nehmen eine rote Blume mit hier. Gib her, rote Blume, sprinten, schnell nach Hause. Hab da gar keinen Bock drauf, hier auf die, von den Archis Eis auf den Sack zu kriegen. Und ich würde mal sagen, als nächstes, am morgigen Tag, gehen wir wieder hier so ein bisschen Dings an. Wir bauen uns mal das nächste, was wir brauchen, und das ist nämlich Rüstung, das heißt, wir züchten Kühe. Und hier ist es auch noch ein bisschen leer, und ja, eigentlich, ich hab auch hin und her überlegt, aber erstmal schlafen wir mal eine Runde. Gutes Nächtle. Schlaf, Tom, schlaf. Guten Morgen. Genau. Ich habe überlegt, was mache ich? Was kann ich machen? Gehen wir unter Tage, suchen wir Lava, damit wir das Verzauberungsbuch uns holen. Also den Verzauberungstisch. Bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Aber bevor wir unter Tage gehen, sollten wir uns doch ein bisschen Rüstung holen. Und ich habe ja nicht immer Bock, hier die ganzen Mukus zu jagen. Nicht wundern, ich bleib mal ganz kurz stehen, weil ich muss mal ganz kurz was gucken in der letzten Ausgabe. Mal ganz kurz Pause machen hier. So, schauen wir mal. Genau. Und zwar, nee, ich habe mir auch was überlegt. Das habe ich mir eigentlich von einem anderen YouTuber abgeguckt. Ich weiß nicht. Also Bergi, wenn du mich gucken solltest. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube da nicht dran. Aber sei auf jeden Fall gegrüßt an dieser Stelle. Und diese Idee habe ich von dir. Genau, wir könnten hier oben dieses Gehege machen. Wisst ihr, wie ich meine? Lass mal den Baum hier so ein bisschen Baum sein. Machen hier vielleicht so ein kleines Gehege rein. Vielleicht so hier hinten, dass man, was weiß ich. Machen wir, okay, das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen größer machen. Genau, der Tommy springt wieder hin und her mit seinen Themen und keiner wird schlauer aus meinen Gedanken. Und ich gerade selber auch nicht. Das zeige ich euch dann später, das kriegen wir hin. Auch wurde mir noch gesagt, das mit dem Wasser unterirdisch funktioniert nicht. Das wäre ein bisschen blöd, weil dann war das Wasser tiefer legen voll für die Katz. Machen wir hier ein bisschen Platz. Platz für die Katz. Genau, damit hier ein bisschen Platz wird. Ich weiß nicht, ich will ja auch keine riesen Herden oder sowas züchten. Es soll einfach nur ein bisschen was Gemütliches sein. So ungefähr. Jetzt schauen wir mal, habe ich hier noch Zäune dabei? Selbstverständlich nicht. Ab in die Hobbythek. Den Herrn Pütz, den Schnurrbart kraulen. So, was haben wir denn hier? Wir machen mal hier einen Haufen Stöckinger draus. Wir brauchen viele Stöckinger. Und wir machen hier ein paar Zäune draus. Das reicht hinten und vorne nicht. Da wird das Holz so bald zu Neige gehen, würde ich mal sagen. Ein Tor nehmen wir auch schon mal mit. Das brauchen wir. Und ansonsten viele, viele Zäune. Wie viele Zäune haben wir denn jetzt? Was macht denn eigentlich unsere Pilzzucht? Oh, die läuft. Die läuft, Leute, die läuft. Guckt es euch an hier. Können wir auch wieder ein bisschen was einlagern hier in die Truhen, die leer sind. Hier ist nichts drin. Dann machen wir hier ein bisschen unser Gemüsezeug rein. Was ist eigentlich hier drin? Oh, hier haben wir ein paar sehr schöne Ziegel haben wir. Können wir gleich mal nachladen, wollte ich schon sagen. Machen wir hier unser... Ich meine, es ist im Keller unten. Da vergammelt das Zeug nicht ganz so schnell. Die Blume können wir vielleicht ja auch mal hier lassen. Denn die Pilze lassen wir hier. Was können wir noch hier lassen? Aus den Ziegeln... Die Ziegel lassen wir auch mal hier... Ja, der Tom ist total verwirrt, ihr merkt das schon, wir müssen ja wieder Holz hacken gehen und Klump und Zeug und ich habe euch immer nicht gesagt, was ich vorhabe. Also mehr Schweine möchte ich jetzt nicht züchten, mehr Schweine züchten, hahaha. Gut, geht mal rüber hier, der Tom, der macht das hier ein bisschen, oh Gott. Das habe ich auch nicht verstanden, warum ich das letzte Mal hier so tierisch abgelost habe.
Ich dachte, wir bauen mal hier noch ein bisschen was hin. Weil es sieht, also ich glaube, wenn das irgendwie die Bauvorschrift sieht, die nehmen mir die Tiere weg. Weil das ist ja alles andere als sicher, was ich hier gebaut habe. Mal gucken. Stützen wir die Kanten mal ab, oder? Das wäre dann hier. Das wäre dann hier, oder? Ist das hier? Oder hier? Eins weg oder zwei weg? Das sind eins, zwei weg. Okay, dann ist das hier. Eins, zwei. Kommt das hin? Das sollte hinkommen. Und dann machen wir hier noch eins drauf. Dann sieht das Ganze, glaube ich, nicht mehr ganz so bescheuert aus. Und dann machen wir vielleicht hier noch eins hin. Das wäre dann direkt so am Ententeich. Ja, genau. So. So. Damit euch hier im Winter nicht das Dach auf den Kopf fällt, ne? Da haben wir der Asterix und so, die haben wir da auch Schiss davor. Mir fällt der Himmel auf den Kopf. Das sieht da eigentlich ganz gemütlich aus hier. Schön viele Rüsseltiere. Die fressen, glaube ich, auch. Was fressen denn hier eigentlich? Jetzt mal ganz blöd. Habt ihr gesehen, wie das Zeug rausglitscht? Geht mal weg hier. Geht mal weg. 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 Zu. Okay. Es sieht besser aus, finde ich. Und die restlichen Zäune, die reichen, wie gesagt, die reichen hinten und vorne nicht. Machen wir hier ein Stück weiter. Hier oben kommen dann unsere Kühe drauf. Da haben wir halt billig schwebende Kühe. Mal überlegen. Machen wir hier das Tor rein. Wie gesagt, ich will ja keine Herden oder sowas züchten. Einfach nur ein paar Tierchen. Nee, so wollte ich das nicht. Jetzt ist es mir eingefallen, wie ich es wollte. Aber irgendwie. Guck ich es mal an. Also das haut noch nicht ganz hin. Muss wieder ein Briefchen an Vorjahr schreiben hier. Hier stimmt so einiges noch nicht. Zwei, machen wir hier mal drei. Hier kommt das Tor dann rein. Dann machen wir hier vier, fünf, sechs. Ja. Sechs breit. Es muss schon ein bisschen größer sein. Das ist sonst unter Tom. Ah, guckt mal. Warum bin ich denn jetzt Rang 8 zur Hölle? Ist das wirklich, weil ich die Tiere ein bisschen Liebe machen lasse hier? Oder... Ich verstehe das nicht. Aber ich will da auch nicht ständig da drauf gucken, weil da wirst du ja auch bescheuert. So, wir brauchen ganz viel Stöckinger. Ganz viel Zäunis. Und das sind schon wieder alle. 16, das reicht hin und vorne nicht. Da kann man gleich wieder Holzhacken gehen hier. Da kann man gleich wieder Holzhacken gehen. Gut, hier kommt auf jeden Fall mal was hin. Nämlich sowas, dachte ich mir. Und dann haben wir nämlich noch hier so eine Stufe. Die können wir hier so hinbauen. Weil, wie gesagt, bevor wir unter Tage gehen, hier können wir so hochgehen und hey, Cowboy George. Zu, das Ding. Cowboy George, gab's das? Gab's den Typen nicht sogar? Da ist es auch aus einem E-Team. Wie gesagt, ich habe vorhin ein bisschen Forza aufgenommen. Und da war auch ein bisschen E-Team diesmal ganz wichtig drin. Machen wir hier dann so rum. So, und dann dachte ich mir so, den Baum lasse ich mal drin. Ich denke, man macht ein bisschen was her. Obwohl wir eigentlich Platz bräuchten hier. Machen wir. Aber trotzdem, ich meine, da haben sie auch ein bisschen Schatten. Ich meine, die Viecher müssen sich da hier nicht die Dings hier in den Bauch stellen. Machen wir mal so. Oh Gott. Ja, jetzt gehen wir Holz hacken. Man reiche mir eine Axt. Gehen wir mal gucken, ob wir was finden. Aber so viel brauchen wir nicht mehr. Ich muss ja bloß noch zumachen. Dann ist der Kram gegessen hier. Das können wir draußen mal liegen lassen. Und Holz brauchen wir sowieso, weil für das, was ich vorhabe, ne, was ich, wie gesagt, habe abgeguckt habe von einem. Aber ich fand die Idee relativ cool, deswegen dachte ich mir, und ich glaube nicht mehr, dass er hier Minecraft-Zeug bringt. Aktuell macht er irgendwie alles andere außer Minecraft. So, du stehst ein bisschen harmlos rum hier, du kommst jetzt weg. Genau, was uns auch noch aufgefallen ist, ja, es gibt viele, viele Firmen, die sich an so Minecraft-Klone machen. Das ist uns auch aufgefallen, weil wir testen ja zurzeit so einen Haufen Indie-Games, also daher Name, Produkte meiner einer. Und da ist uns echt aufgefallen, es gibt einige gute Minecraft-Klone jetzt schon mittlerweile. Gut, hauen wir die Fichten mal weg hier. Ich glaube, die Setzlinge habe ich sowieso noch dabei. Da machen wir dann gleich neue hin. Also da muss ich echt Vorjahr anstrengen, dass sie teilweise halt auch neue Ideen mal bringen. Wo haben wir Setzlinge? Hier haben wir Setzlinge. Machen wir den mal hier hin. Da war doch noch ein Stück Holz drin, oder? Wo ist es denn hin? Ja, wo ist es denn? Da oben dreht sich's. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich krieg dich. Ja, musiktechnisch immer noch nicht. Da bin ich gerade in meinem Netzwerk so ein bisschen am klären, weil mein Netzwerk hat nämlich einen eigenen Musiksender. Und da bin ich gerade am so Fragen stellen, ja, ob ich die Musik einfach so verwenden darf. Ich meine, nur Copyright Sound ist auf jeden Fall gut, also da lasse ich nichts drauf kommen.
Aber natürlich, ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, auch Chartmucke zu bekommen und das, ja, ohne Strikes oder so ein Kram, dann nehme ich natürlich sowas her. Weil dann müssen wir uns halt doch nicht hier mit, was weiß ich, hier, Death Metal. Okay, Death Metal hören ja einige von euch, ne? Ihr seid ja so ein bisschen metallisch manchmal unterwegs. Aber zumindest haben wir so ein bisschen Musik, wo jeder vielleicht sagt, ja, kann ich mitleben, mal ein paar Minuten lang. Wolle, danke. Ey, was hier an Viechern rumrennt? Was ist, das ist, geht da nicht mehr, das geht auf keine Kuhhaut. Am besten Willen. So, mal die Ohren ein bisschen runter machen, dass ich hier weiß, wo ich ungefähr bin. Nehmen wir den Baum noch mit und dann pflanzen wir auch gleich neue. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir gleich neue pflanzen. Da wächst der ganze Kram nämlich sofort nach. Aber vom Baum abholzen bekommst du... Was ist denn hier los jetzt? Vom Baum abholzen bekommst du keine EP. Gut, den haben wir genommen. Und hier pflanze ich gleich wieder ein neues Bäumchen hin. So, okay. Das Holz sollte erstmal genügen. Bin ja gespannt, ob das ganze Blattwerkzeug hier verschwindet. Oder ob wir da nach wie vor hier Probleme haben, dass das Zeug hängen bleibt. Und ihr seht schon, hier Setzlinge, das kannst du echt vergessen. Das kannst du echt in die Tonne treten. Da gibt es kaum was. Hier ist einer, schön. Und da gibt es auch einen. Na, seht ihr, okay. Hat der Tom wieder zu früh gemeckert, so wie immer. Bist du immer noch geil auf deinen Stall hier, oder wie? Ja, haben wir eigentlich unsere Hacker haben wir dabei, dann müssen wir gleich mal ein bisschen was Neues machen hier. Ja, ihr seht schon, es gibt überall was zu tun hier. Und draußen scheint das Zeug jetzt nicht so gut zu wachsen. Machen wir hier was hin und da was hin und da und hier und dann, wo sind die Samen? Hör auf, dir die Knochen zu brechen. Das ist doch nicht gesund. Das ist doch nicht gesund. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Holz, wie ich so im... aus dem Augenwinkel gerade gesehen habe. Aber das Getreide wächst auch. Also so ganz mit dieser Wassertheorie, das lege ich mal noch nicht zu in Akten, dass das unterirdisch nicht funktioniert. Ne? Also ihr könnt jetzt sagen, okay, wir können auf jeden Fall ein bisschen Getreide schon mal wieder mitnehmen. Weil wir brauchen ja dann auch ein paar Mukus. Gut, und dann hier und da und hier. Und hier müssen wir nochmal neu ordentlich durchkämmen hier das Feld. Oh Gott. Ich freue mich echt, wenn ich das so sehe hier. Ja, wenigstens der Wauzi räumt auf. Ducke ich mich die ganze Zeit? Ja. Immer lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Dir geht's gut. Die Sonne geht unter. Wir gehen mal in die Küche und machen da derweil hier das Abendessen, wollte ich schon sagen. Machen derweil erstmal alles fertig, was wir für morgen dann noch brauchen. Ja, die Küche ist auch noch nicht ganz perfekt hier. Hier fehlt auch noch einiges. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz. Stöckinger. Und ganz viele Zäune. Wie viele Zäune haben wir denn jetzt? 20 Zäune? Reicht das? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ja, vielleicht noch ein bisschen solches Holz, weil ich wollte einen kleinen Unterstand noch bauen für die Mukus. Schauen wir mal, ob der Platz da überhaupt reicht. Aber erstmal legen wir uns mal pennen. Auf wieder ein anstrengender Tag. Der Wolf draußen, der frisst sich hier durch. Ist mir wurscht, wir haben genug so Viecher. Und wieder gutes Nächtle. Oh, Leute, 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 Leute. Ah, ich weiß sogar, wo ich das mache. Haha, genau, genau, genau. Und zwar, fangen wir damit jetzt einfach mal an. Also, ich bin heute sowas von durch im Winter, das ist echt Wahnsinn. Ich habe gerade ein Spiel gespielt, da sage ich mir jetzt nicht einen Namen. Ich will das Ganze nicht spoilern, weil das Spiel kommt später. Also, ich glaube, wenn ihr das seht, werdet ihr wissen oder euch vielleicht dann zurückerinnern und sagen, ja, stimmt. Jetzt wissen wir, warum der Tom so Banane war. Gut, ich nehme jetzt ein Schild. Was hat der Tom mit dem Schild vor? Und zwar, der Bergi, mein Freund, hatte mal angefangen, so eine Art Wall of Fame zu machen. Was ist die Wall of Fame? Er hatte einfach Leute, die immer viele Kommentare geschrieben haben, hat er einfach an die Wall of Fame geschrieben. Und ich würde mal sagen, da gibt es einige auch bei mir, die immer fleißig sind. Und die schreibe ich jetzt einfach mal dran. Die schreibe ich jetzt einfach mal dran. Also wer das nicht möchte, ne, der muss mir bloß eine kurze PN schreiben und sagen, bitte nimm meinen Namen von der Wand, das ist dann gar kein Problem. Und da hier oben sowieso viel, viel Platz ist, würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Ja, es wäre natürlich geil, wenn ich jetzt mein Chatpad hier angeschlossen hätte, weil da wäre das Ganze deutlich schneller. Vor allem hätte ich die ganzen Sonderzeichen gleich auf einem Griff. Aber ich krieg das schon hin. So. Dann hier.
Genau, weil da gibt's einen auf jeden Fall, der ist mir schon öfters mal aufgefallen. Und wie gesagt, wenn jetzt einer beleidigt ist, oh, warum ist mein Name nicht dran? Kann ja gut sein, dass dein Name in der nächsten Folge dran steht. La la la. Ich bin ja echt gespannt, was ihr davon haltet. Aber das ist, denke ich mal, auch, wie heißt du, Kollege? Da. Das ist halt auch so ein kleiner Dank an euch. Weißt du, also wer mir halt immer so schreibt und Tipps gibt und halt auch PNs manchmal schreibt. Und da denke ich mal, nee, nicht craften. Crafter. Katzencrafter heißt du. Genau. Papem. So, das wäre Numero Uno. Und ihr seht, die Wand in meinem Schlafzimmer ist noch voll. Und ins Schlafzimmer stellt man doch eigentlich nur solche Bilder und Fotos und Sachen von Leuten, die einem wichtig sind. Und meine Abonnenten sind mir wichtig und der Katzencrafter ist Numero Uno. Und ihr seht, hier ist noch ganz, 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 ganz viel Platz. Hier können ganz viele Leute stehen. Ich wollte gerade eine Tür aufmachen. Hier gibt es aber keine Tür. Hier gibt es nur freien Fall nach unten. Wo sind meine Zäune? Also ich hoffe, Katzi-Krafti, das hat dir eine kleine Freude bereitet. Wie gesagt, ich denke an jeden von euch. Jeder, der mir schreibt, ne, ist mir alles, alles wichtig. Mach mal auf hier. Obwohl es da bescheuert ist, dass ich das aufmache, weil ringsrum ist es ja noch offen. Oh Gott. Also wenn die Kühe sich auch so anstellen, dann renne ich ja schneller mit dem Fichtenmoped durch, als wie wir Hallo sagen können. Ja, ich baue den hier hinten ins Eck, so einen kleinen Unterstand, würde ich mal sagen. Machen wir vielleicht so. Ein bisschen Platz hier. Weil die sollen sich auch ein bisschen unterstellen können, wenn mal, was ich, schlechtes Wetter ist oder so. Machen wir so. Ich glaube, da reichen die 20 wieder nicht. Und hier Freddy soll man angeblich auch. Oder bauen wir zuerst die Butze? Das ist vielleicht ein bisschen besser, wenn wir zuerst die Butze bauen. Und dann den Zaun drumrum. Ah, vielleicht brauchen wir den Zaun da gar nicht mehr. Genau, das können wir integrieren, Leute. Das ist eine gute Idee von euch. Ich kann eure Gedanken lesen. So, wie bauen wir denn das Ganze? Wie baut man denn so einen kleinen Kuhstall? Ich habe sowas noch nie gebaut. Machen wir vielleicht den nicht direkt dran. Machen wir so. Und vielleicht so. Und dann können wir das schon mal abschließen hier. Vielleicht so. Genau, das ist schon dran. Wollte ich eigentlich gar nicht, sollte auch nicht so sein, aber auf jeden Fall. Ja, das ist, wie gesagt, das ist bloß ein kleiner Unterstand. Oh Gott, guckt euch das mal an. Ihr habt schon gesehen, wie klein ich gerade bauen wollte, oder? Ich glaube, dann hauen die mich hier. Machen wir so. Genau. Dam, dam, dam. Gut, und damit die Viecher ein bisschen rausgucken können, machen wir hier hinten. Wohl brauchen wir das. Ah, doch, ein bisschen Licht müssen sie schon haben. Hier machen wir hier vielleicht ein bisschen Zeugs dann rein. Und einfach ein ganz simples Flachdach drauf und fertig ist. Machen wir hier vielleicht noch ein Dings rein. So vielleicht, dachte ich mir. Und da können sie halt reingehen, wenn es halt pisst. Und können dann sagen, mir geht's gut, ich bin beim Tom. Wusstest du das schon? Ja, das reimt sich gar nicht. Wie viele Stufen haben wir denn noch? 11, das reicht aus. Machen wir ein kleines Flachdach drauf. Erde, haben wir eigentlich eine Erde? Erde, Erde, Erde. Ich bin halt echt zerstreut. Also dieses Spiel, was ich gerade gezockt habe, hat mir echt einen Nerv geraubt. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch was gebacken kriege hier. Genau, machen wir hier so eine kleine Stufe drauf. Hätte ich gar nicht draufklettern müssen. Machen wir das Ding mal so zu. Ich denke, das ist okay. Weil die Kühe sind ja auch nicht so groß. Machen wir hier mal drauf. So, so. Und aktuell muss ich sagen, bin ich sogar ganz froh, dass hier ein bisschen Klaviergedudel ist, weil das ist ein bisschen entspannend, ein bisschen chill out. Ist ja so schon alles stressig genug. Jetzt fehlt uns schon wieder. Aber diesmal renne ich nicht in den Keller, sondern gleich in die Küche. Ich denke mal, es geht eine Ecke schneller. Alles fit bei dir, Charlie? Alles Roger. Schön aufpassen hier. Wir sollten vielleicht mal eine Kleinigkeit essen hier. Wird alles vernachlässigt. Wo ist denn eigentlich unser. Sag mal, hatte ich nicht mal was zu mampfen am Start? Mahlzeit. Nee, Mahlzeit. Brauchen wir noch ein Schnitzel? Oh, ein Händel. Mahlzeit. Sauber. Das war lecker. Gut, was brauchen wir denn? Wir haben ein bisschen Sand. Ist das Sand, was ich da habe? Ich hoffe einfach mal. Ich brauche einfach nur ein bisschen Glas. Weil Glas habe ich ja auch nicht mehr. Ach Mann, das ist alles weg. Genau, da habe ich auch einige hier böse Nachrichten bekommen. Was heißt einige? Einer eigentlich nur. Oder zwei waren es, die meinen, oh, das finde ich scheiße, dass du das hier jetzt ercheatet hast hier. Dass du dir Eisenwerkzeug gebaut hast. Aber ihr seht ja, bei mir fehlt es an den einfachsten Mitteln. Ne? Ich kriege ja nicht mal was ganz Simples zusammen. Ich kann mir nicht mal eine Glasscheibe machen. Paar Stufen, so ungefähr. Leute, wo ist ein Glas zur Hölle? Ich bin gerade total.
Wo ist Glas? Das sind Glasscheiben. Aber wo sind die richtigen Glasdinger? Ey, jetzt geht's aber rund hier, oder? Ach, Mensch, Glas muss man brennen, Tom. Ach, Gott. Man sollte nicht so viele Minecraft-Klone spielen, sondern sich einfach auf eins konzentrieren. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne und beknackte Minecraft-Klons. Und da muss ich vor J, denke ich mal, auf lange Sicht gesehen, müssen sie sich anstrengen, dass sie dieses Niveau halten hier. Mal einen Browser zumachen nebenbei. Weil das geht schneller, als ein lieb ist, wenn da wirklich einer eine richtig gute Idee hat. Und es kommt bald mal eine Indie-Game-Folge, da werdet ihr sagen, Mensch, die Idee, die Grundidee ist richtig geil von dem Spiel. So, schauen wir doch mal. Ich finde dieses Ding ja eigentlich relativ dufte. Gefällt mir. Machen wir jetzt hier die Dinger rein, machen richtig schöne dicke Glasscheiben rein, genau. Jetzt machen wir das Dach hier zu. Wo haben wir unsere Stufen? Da sind sie. Dach zu. Ja, lasse ich offen das Ganze. Wie gesagt, ihr könnt sie reingehen und sich unterstellen und ein bisschen Blödsinn machen. Gut, hätten wir das. Guckt euch das mal an. Jetzt bin ich Rang 9. Warum? Ich verstehe es nicht. Bekommt man fürs Bauen auch Erfahrungspunkte? Oder vielleicht fürs Brennen oder so? Halt, muss weg. So, jetzt holen wir unsere ersten Mukus. Wo seid ihr? Oh, da hinten ist eine. Du bist zwar nicht lila, aber ich nehme dich trotzdem mit. Gibt es noch ein paar Setzlinge? Sieht nicht so aus. Muku. Ziel ist es, eine Babykuh zu haben heute hier. Komm mal her. Muku, komm mit. Komm. Komm, du bist so verfressen, ich kenne dich da. Der Elise hier. Komm. Naja, komm. Bin ja gespannt, was du dazu sagst. Okay, ein bisschen Wasser brauchst du noch. Kriegst du dann später. Komm rein hier, komm. Komm rein. Jo, sehr schön. Nummer 1. Jetzt fängst du auch das Springen an. Ey, ich glaube, ich spinne. Oder ist es Freude einfach nur? Hier sind noch alle drin, das ist gut. So, diese retten wir noch. Sag mal, auf dem PC ist es doch so, wenn man auch Tiere anlockt, verschwindet ein Getreide, oder? Kommst du mit? Komm. Also Kühe, ihr seht schon, sind viel verfressen, ne? Die kommt da eher mit. Also ein Schwein, das frisst halt alles. Eine Kuh, die ist heiß auf Getreide hier. Ja, komm. Mu, genau. So, komm rein hier. Komm, Muku. Komm mal rein. Komm rein. Okay, machen wir mal zu, das Ding hier. So, wo ist die andere Muku? Da, hier. Ich hab dich lieb und dich hab ich auch lieb. Habt euch untereinander lieb. Jawoll, eine kleine Babykuh. Ist das geil? Ist das geil? Geh mal rüber hier. Nein, jetzt geht es wieder los, dass ich so einen Blödsinn baue. Oh mein Gott. Hedy ist schon wieder verliebt? Das geht ja gar nicht, du hast ja gerade erst... Egal, man muss nicht alles verstehen. Die ist Dauer... Oh Leute, also... Das geht mir, also wenn ich das hier so sehe, muss ich sagen, das geht mir auf den Piss, beim besten Willen. Wenn ich das hier so rumhüpfen sehe, aber wir pflanzen euch mal hier hinten noch einen Baum. Einen chilligen Baum. Also wenn ich da nachts noch ein Auge zukriege, ist das echt ein Wunder. Schauen wir mal, bauen wir hier das Ding mal hin. Na, ein bisschen Platz machen dafür hier. So, jetzt. Das sieht ja ganz chillig aus, oder? Mit einer kleinen Butze dazu. Ich denke mal, das habe ich ganz gut gebaut. Für die heutige Ausgabe ist es auf jeden Fall. Also mir gefällt das. Charlie, was sagst du dazu? Hast du Knast? Ja, da hinten ist eure Butze. Achso, ich könnte vielleicht... Ich könnte vielleicht noch ein Dings machen. Aber wir gehen erstmal pennen. Wir gehen erstmal pennen, Leute. Einmal hoch. Und nächstes Mal, wie gesagt, nächstes Mal, ich möchte auch mit dem Verzauberungszeug mal anfangen. Ich will mal gucken, was es da alles gibt, weil ich habe da null, wirklich zero, überhaupt nichts Erfahrung. Ein was mache ich aber noch. Nämlich, wir schauen uns, oder wir geben den Kühen noch so ein bisschen hier Wasser. Das heißt, wir, habe ich nicht vielleicht noch einen Eimer? Muss ich mal gucken, was habe ich denn hier eigentlich drin? Nix. Okay, was habe ich hier drin? Nix. Ich muss wieder ein bisschen Ordnung reinbringen in mein System hier, dass ich da weiß, wo das ganze Zeug gelagert ist. Auf jeden Fall holen wir erstmal hier einen Eimer Wasser.
Hey, ihr habt ja echt... Ihr habt so einen großen Käfig. Und wo eiert hier rum? Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Wo wollen wir ein Auto speichern? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Scheiße. Wo wollen wir dieses kleines Ding hinmachen? Aber vielleicht so, was ich in der Mitte, dann fallen sie immer rein. Oder haben sie wenigstens saubere Hufe, bevor sie in die Butze gehen. Oder ich stelle einfach einen Kessel draußen hin. Das gibt's ja auch. Einen Kessel mit Wasser. Da kann man dann Wasserflaschen und sowas machen. Ach kommt, heb mal hier mal was aus. Hier. Vielleicht so, kann ein bisschen kreativ sein. Das gefällt mir nicht so richtig. Warte mal, den hier mache ich wieder zu. Oh Gott. Okay, der nächste Bauernhof wird unterirdisch gebaut. Machen wir das so? Vielleicht ein bisschen so. Geh mal rüber, bitte. Danke. Komm gleich wieder. Mich würde mal interessieren... Ja, stimmt, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Als Bauer hier, diese Wölfe, die es da gibt, die können einen ganz gut mal die Herde kaputt nagen. So, ein bisschen Wasser habt ihr jetzt auch drin. Magst du noch eine Blume drin haben vielleicht? Oder sowas in der Richtung. Ja, ich hab dich auch lieb. Alles gut, alles gut. Bei euch ist auch alles okay hier. Ah, da hinten, der Wolf, der gefällt mir nicht. Den, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, weil der ist mir zu nah an meiner Herde. Und als ordentlicher Bauer ist es nämlich wichtig... Als ordentlicher Bauer ist es wichtig, dass man seine Herde beschützt. Pass mal auf, wir holen dir noch so eine Muku dazu. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Die da hinten holen wir uns. Die sieht gut aus. Und das ist dann wirklich das Ende der heutigen Episode. Und das nächste Mal, ja, gehen wir auf Lavasuche. Das kann ich mal vorwegnehmen. Schafe, hast du Bock hier oder... Bock? B-O-C-K? Ja, dann komm mit. Das funktioniert? Oh. Dr. Tom Little hier. Der Kuhflüsterer. Komm, 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 komm. Ja, also wie gesagt, ich gebe Tieren jetzt keine Namen. Irgendwann wäre ich nämlich nicht mehr fertig. Hier, guckt euch mal die Belegschaft an. Die sind total heiß auf Getreide. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Wo ist meine Pforte? Da ist meine... Da. Komm rein hier. Komm. Sehr gut. Machen wir zu, das Ganze. Ist hier irgendeiner von euch noch lustig drauf? Ne, niemand zurzeit. Okay. Dann ist ja gut. Aber fressen die nicht eigentlich... Ich hab's... Wie gesagt, ich kenn's bloß von PC-Let's Plays. Die fressen doch das Gras eigentlich, oder? Aber ich sehe ja nichts. Oh, euch geht's gut hier. Irgendwann muss ich mal ein bisschen ausmisten hier. Irgendwann seid ihr mal fällig. Dann gibt's hier Schnitzel ohne Ende. Gut, was macht unser Feld? Oh, hier haben wir ein Ei. Das können wir auch aufheben. Und einer hat mir gesagt, man kann Freddys züchten. Komm mal her. Freddy. 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 Freddy, Freddy. Magst du Getreide? Wie in so einem schlechten Film. Guckst du das Huhn an, läuft da einer durch. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Die wollen das Zeug nicht. Willst du das haben? Du kriegst aber nichts. Du bist grau, du bist ein schmutziges Schaf. Und dann haben wir noch ein weißes Schaf. Gut, guck dir das mal an. Bitte, Foyard, bitte sorgt dafür, dass das Gehüpfe aufhört. Die können einfach ganz normal laufen und nur springen, wenn sie irgendwie... Sag mal, was geht mit euch ab hier? Was machen die ganzen Viecher hier? Nehmen wir mit, bitte Tintenzeug... Können wir auf jeden Fall mal gebrauchen. Spätestens wenn man... Weil die Küche ist ja eigentlich geplant gewesen. Also bestellt habe ich sie beim Fliesenfachwirt, bevor ich die Folge jetzt wirklich beende, halt ausgemustert. Aber ihr seht ja selber, ne? Weißes Linoleum. Nicht so der Hit. Legen wir mal hier das rein. Wir können auch die weiße Wolle. Wir können aber hier mal so ein Wolleparadies machen. Ich denke mal, das bietet sich an. Was haben wir noch? Ja, ansonsten sehe ich gerade nichts. Was ist denn jetzt hier eigentlich drin? Steine, okay. Was ist hier drin? Nix. Das ändern wir gleich mal. Gut. Und mit Ausblick auf unsere Farm. Die Tür ist zu.
Haben wir eigentlich ein paar Fackeln? Wir haben noch ein paar Fackeln, die können wir eigentlich bitte beleuchten. Das mache ich jetzt auch noch, aber dann ist wirklich Schluss. Heute habe ich irgendwie jede Folge im XL-Format rausgekloppt. Das muss ja auch nicht, nicht, dass ihr euch noch dran gewöhnt und immer sowas haben wollt. Aber erstmal machen wir hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja. Oh Gott. Machen wir vielleicht hier noch eine hin. Obwohl, nee, mag ich jetzt nicht. Machen wir hier noch eine an die Ecke. Und dann vielleicht eine noch hier hin. Ich denke mal, dann sind sie ganz gut beleuchtet hier, meine Tierchen. Da passiert auf keinen Fall mehr was. So, machen wir auf die Ecke vielleicht noch eins. So. Genau, dann müsst ihr keine Angst haben, dass euch irgendwas passiert. Weil der Tom, der hat Leuchti-Leuchti gemacht bei euch. Ach, das Gespringe geht mir so auf den Piss. Ist egal. Du, Charlie, wie findest du den ganzen Scheiß hier? Hast du eigentlich Knast? Kommst du mit oder bleibst du sitzen? Oder glitschst du jetzt auch rum? Hast du auch Bock zu springen? Da, da, da! Tihi! Die nutzen das Zeug! Guck, guck. Ist das geil? Ihr guckt denn hier hin? Habt ihr Aliens gesehen? Ich will es gar nicht wissen. Ach gut, jetzt machen wir es hier rumrennen an Viechern. Also eigentlich... Also aktuell kann man sich die Viecher wirklich sparen. Würde ich auch fast behaupten wollen, weil... Das sieht geiler aus. Ich find's geil, mir macht das Spaß. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich gucke meiner kleinen Muku zu, Mini Elise, und würde sagen, ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal, ja, wie immer, Wall of Fame geht's weiter hier. Mal gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt öfters mal bitte mal gucken, wer wirklich viele Kommentare schreibt. Bei mir, also wirklich jetzt nicht viele. Also jetzt nicht, da einer anfängt, hier 10 Kommentare zu schreiben. Da reicht ein Kommentar zu, Hauptsache das Ganze ergibt Sinn. Stimmt's, Pupsi? Stimmt. Okay. Also jetzt nicht hier irgendwelchen Blödsinn, aber ich hatte bis heute keinen blödsinnigen Kommentar. Das finde ich immer richtig geil. Und hier mit diesen springenden Grüßen würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Let's Play mit unseren Mukus und den Schweinchens. Und Charlie ist auch am Start. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom, der Bauer, der Farmer. Farmerama Tom. Farmerama Tom? Das hört sich komisch an. Gesundheit, genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.